Oh Mann, hast du irgendwo mein Pokémon-Spiel gesehen? Ich auch nicht. Manchmal kommt es vor, dass gewisse Medien verschwinden. Gestern haben wir noch darüber geredet und heute lässt sich außer ein paar Screenshots nichts mehr davon finden. Es ist, als hätte es nie wirklich existiert. Und genau darüber reden wir. Spiele, die aus irgendwelchen Gründen verschollen sind. Pokémon-Spiele. 4 Stück. Eigentlich sollte es 5 werden, aber meine Nummer 5 war langweilig. Vom 10. Mai 2005 bis zum 25. September des gleichen Jahres gab es in Nagoya, Japan, einen sogenannten Poképark. Ein kleiner Jahrmarkt mit einer Pokémon-Thematik. Ein Jahr später wurde der Poképark dann noch einmal in Taiwan aufgebaut, bevor er letztendlich für immer verschwand. Neben verschiedenen Event-Pokémon für die Game Boy Advance-Editionen gab es noch ein paar Promokarten und, der Punkt, weshalb ich darüber rede, ein Minispiel für den Nintendo DS. Poképark Fishing Rally DS. Oh nein, ich kann euch nicht sagen, ob und was der Poképark oder das DS-Spiel mit den beiden gleichnamigen Wii-Spielen zu tun haben. Vermutlich waren sie wirklich stolz auf den Namen Poképark. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es das Spiel in jenen Poképarks via Download Play zum Download. Wie es der übersetzte Titel Fishing Rally vermuten lässt, es ist ein Angelspiel, in dem der Spieler darauf wartet, dass der Schatten eines Pokémon sich seiner Angel nähert und im richtigen Moment so lange auf A hämmert, bis er das Pokémon gefangen hat. Für Abwechslung sorgen ein paar verschiedene Locations, die nach und nach freigeschaltet werden. Im Großen und Ganzen ist es aber nicht mehr als ein kleines Angel-Minispiel, was für einen kleinen Bonus für die Besucher des Poképarks durchaus okay ist. Natürlich hat die ganze Sache aber einen Haken. Das Spiel wurde beim Ausschalten des Geräts oder alternativ nach spätestens 12 Stunden von dem DS entfernt und damit unspielbar, weil es weg ist. Poképark Fishing Rally sollte also nur in dem Park gespielt werden. Und genau hier ist das Problem. Die Pokémon Company hat gezielt Wert darauf gelegt, das Spiel zu limitieren und den Park zu belassen. Dieses Spiel wurde erschaffen, um eines Tages für uns alle zu verschwinden. Es geht gar nicht anders. Würde ich sagen, wenn es sich tatsächlich einen Typen geben würde, der eine Version davon besitzt und sogar 2 Videos hochgeladen hat. Laut den Kommentaren unter dem Lost Media Wiki Beitrag zu dem Spiel hat er das gemacht, indem ein Freund von ihm das Spiel damals tatsächlich in Japan heruntergeladen und anschließend irgendwie ihm gegeben hat, damit er was auch immer machen kann, um das Spiel wiederherzustellen. Dieser Freund bat ihn dann darum, das Spiel nicht mit der Welt zu teilen, woraufhin er 2 Videos dazu gemacht und auf YouTube gestellt hat. Ich weiß, es klingt unglaubwürdig, aber was soll ich machen? Das ist inzwischen über 3 Jahre her. Dementsprechend können wir uns relativ sicher sein, dieses Spiel wohl nie tatsächlich in den Händen halten zu können. Was okay ist. Erstens sieht Poképark Fishing Rally DS nicht sonderlich gut aus. Und zweitens wissen wir nicht mal, ob das in den Videos überhaupt das tatsächliche Spiel ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt ist, aber man kann ja nie wissen. Dementsprechend bleibt auch Poképark Fishing Rally ein verschollenes Spiel. Mehr oder weniger. Ich sollte wohl auch noch anmerken, dass das Spiel laut Bulbapedia auch noch in Pokémon Centern und dem Pokémon Fester Event zum Download angeboten wurde. Aber bei den beiden fehlen mir jegliche Details. Das heißt, es war dort irgendwann mal verfügbar, aber keine Ahnung wann und wie und es sind überschaubar viele Informationen. Sogar von der Pokémon Mystery Dungeon Reihe gibt es einen Ableger, den der Fluss der Zeit mit sich gerissen hat. Pokémon Mystery Dungeon Retterteam Gold. Eine kostenlose Demo von Retterteam Blau, welche von August 2007 bis irgendein Zeitraum, der unbekannt zu sein scheint, in Südkorea heruntergeladen werden konnte. Da es sich dabei lediglich um eine Demo des ersten Mystery Dungeon Teils handelt, entgeht uns vermutlich nicht allzu viel. Heute lässt sie sich nirgends mehr finden, was, seien wir mal ehrlich, vermutlich in erster Linie an der Sprachbarriere liegt. Ich bin mir fast sicher, dass sich irgendwo in den Tiefen des südkoreanischen Internets ein Mirror davon finden lässt. Den hat aber bisher noch niemand gefunden. Ich meine, es ist eine kostenlose Demo zu einem Pokémon-Spiel, sonst verschwindet doch nicht einfach! Was dagegen halbwegs interessant ist, ist die Plattform, für welche die Demo angeboten wurde. Der PC. Ich kann mich nicht erinnern, dass es ansonsten derartige Demos von Nintendo-Spielen für den PC zum Download gab. Könnte in dem Fall aber auch daran liegen, dass die Demo für Südkorea war. Vor ein paar Wochen hat Nintendo in China ein paar GameCube- und Wii-Spiele für den Mobile-Markt veröffentlicht. Also Virtual Console-mäßig. Was ich damit sagen will, in verschiedenen Regionen sind verschiedene Plattformen populär, was wohl im Falle von Südkorea dafür gesorgt hat, dass sie eine Mystery Dungeon-Demo für den PC bekommen haben. Und ansonsten niemand. Klingt plausibel genug für mich.
Insgesamt bin ich nicht sonderlich traurig, dass wir Mystery Dungeon Retter Team Gold nie bekommen haben und inzwischen wohl auch nicht spielen können werden. Es war sowieso nur eine Demo, die so verschwunden ist, wie sie aufgetaucht war. Ohne sonderlich großes Interesse. Erinnert ihr euch noch an den Sommer 2016, als eine App namens Pokémon Go plötzlich die Welt erobert hat? Ja, das war ziemlich nervig. Und dann kam irgendwann später noch eine, die die Welt nicht sonderlich stark erobert hat. Versteht ihr? Das ist lustig, weil Carpador das schwächste Pokémon der Welt ist und nur Platscher kann. Ha, 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 ha. Auf jeden Fall gab es auch schon 10 Jahre zuvor im Jahr 2006 eine Pokémon-App namens Pokémate, welche von allen Developern, die es auf der Welt gibt, ausgerechnet von Square Enix entwickelt wurde. Exklusiv in Japan. Im Großen und Ganzen war Pokémate ein virtueller Haustiersimulator. Das bedeutet, der Spieler musste sich um seine Pokémon kümmern, indem er irgendwas macht. Die Informationen zu der App sind ziemlich überschaubar. Ich konnte nicht ein einziges Video dazu finden. Nur Screenshots. Von dem, was ich hier sehe, wurden einfach nur die Sprites der dritten Generation genommen und auf irgendwelche Hintergründe gepackt. Woraufhin sie von dem heldenhaften Spieler gefangen werden können, wenn er genug bezahlt. Spieler, die kein monatliches Abonnement abgeschlossen haben, konnten lediglich 3 Pokémon fangen. Was wirklich aufregend klingt. Woran ist das Ganze gescheitert und warum ist es heutzutage ein verschollenes Spiel? Die App wurde 1,5 Jahre nach ihrem Release im Januar 2008 eingestampft. Was vermuten lässt, dass sie ziemlich schrecklich und unpopulär war. 1,5 Jahre sind wirklich keine lange Lebenszeit für sowas. Heutzutage ist Pokémate verschollen, weil es exklusiv in Japan erschien und ein gewaltiger Flop war. Nachdem Microtransactions bei dieser App einen gewissen Fokus hatten, wird es sich wohl ohne die Server nicht mehr starten lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die App auch dann, wenn sie plötzlich wieder auftauchen und auf dem PC emuliert werden könnte oder so, nicht ein einziges Mal starten wollen würde. Es sieht einfach so langweilig und belanglos aus. Wie wäre es mit einem Pokémon-Spiel, das aufgrund der Sprachbarriere zum aktuellen Zeitpunkt für uns aus dem Westen als unauffindbar gilt? Pokémon PC Master. Released wurde das Spiel im Jahr 2006 und war hauptsächlich ein Lernspiel, bei dem Kinder lernen, wie man schreibt, zeichnet und durch das Internet browst, beziehungsweise derartige Fertigkeiten verbessert werden sollen. Auf jeden Fall ging sogar die Website zu dem Spiel bereits ein Jahr nach dessen Release down, was nahelegt, dass dieses Spiel kein sonderlich großer Erfolg war. Es gab auch mal eine Demo-Version zu dem Spiel, welche aber gemeinsam mit der Website verschwand. Abgesehen von einem Werbespot in sehr schlechter Qualität und ein paar Screenshots von dem Archiv der Website, wissen wir nichts darüber. Sämtliche deutschen und englischen Seiten verlinken lediglich zu dem Archiv der Wayback Machine, welches bei mir nicht mehr gefunden wird. Ich habe sogar einen Forumbeitrag aus dem Jahr 2007 gefunden, in dem ein User gefragt hat, ob irgendjemand weiß, wo man das Spiel kaufen kann, weil er es nirgendwo findet. Der Beitrag wurde am 16. Januar 2007 gemacht, was bedeutet, dass der Release von Pokémon PC Master zu dem Zeitpunkt nicht länger als ein Jahr her sein konnte. Und trotzdem schien es schon damals kaum auffindbar gewesen zu sein. 10 Jahre später wurde die Situation nicht unbedingt besser. Das ist der Punkt, an welchem ich daran zweifeln würde, ob das Spiel überhaupt jemals verkauft wurde. Aber es gibt einen Werbespot, die Website und ein paar Zeugen aus jener Zeit. Die in einer für mich verständlichen Sprache verfügbaren Informationen zu dem Spiel sind mehr als überschaubar. Um genau zu sein, waren das im Großen und Ganzen alle. Ich werde versuchen, auf eigene Faust ein bisschen mehr über dieses vermeintliche Spiel zu erfahren. Wenn es wirklich existiert, muss es noch mehr Spuren davon geben. Meine Versuche, auf einer offiziellen Website der Developer des Spiels Umbrella zu landen, waren unerwartet fruchtlos. Umbrella sind die gleichen Developer wie auch von Pokémon Channel und der Pokémon Rumble-Reihe. Aber nirgends wird Pokémon PC Masters als eins ihrer Spiele aufgelistet, obwohl es das eigentlich sollte. Fast so, als würde es nicht existieren. Als nächstes habe ich eine kleine Unterhaltung über das Spiel aus dem Jahr 2006 gefunden, bei welcher sogar die Person, die den Werbespot auf YouTube gepostet hat, teilnahm. Hier endet aber unsere Spur auch wieder. Wenn ich mehr darüber erfahren will, muss ich die Sprache wechseln. Schließlich wurde das Spiel nie außerhalb von Japan released. Nachdem ich den Namen des Spiels auf Japanisch übersetzt und mit dem Begriff nach Videos gesucht habe, bin ich sogar auf einige High-Quality-Werbespots dazu gestoßen. Mehrere Spots, die gemeinsam mit ein paar random Pokémon-Diamant- und Perl-Werbespots im Jahr 2010 als Teil einer kleinen Compilation hochgeladen wurden. Das bedeutet, wir haben soweit schon mal ein paar neue Einblicke in das tatsächliche Spiel. Sieht langweilig aus. Ich finde aber kein Gameplay.
Stattdessen irgendwelche japanischen Minecraft-Let's Plays. Auch die japanischen Websites, die darüber berichteten, haben kein Gameplay oder so. Sie haben einen Download-Link zu der Demo, der einen zu der nicht mehr existierenden Pokémon PC Master Website weiterleitet. Aber ansonsten nichts. Es gibt sogar Bilder von Leuten, die das Cover des Spiels fotografiert, nachdem sie es gekauft haben. Es kommt mit einer Pikachu-Maus und einem Pikachu-Mauspad, wovon ich tatsächlich auch schon in einem der englischen Forum-Beiträge las. Ey, weiß nicht mehr, was für eine japanische MySpace-Scheiße das hier ist. Aber die Person hier hat im Jahr 2007 ihre Geschichte darüber erzählt, wie sie das Spiel gekauft und anschließend umgetauscht hat, weil die Maus kaputt war oder so. Ich versuche, das Beste aus dem zu machen, was der Google-Übersetzer ausspuckt. Dieses Spiel muss existieren. Aber ich finde einfach nichts Handfestes. Es gibt unzählige Berichte von japanischen Websites und privaten Personen aus den Jahren 2006 und 2007, die von dem Spiel erzählen. Aber keine eigenen Gameplay-Clips oder Download-Links. Ich habe sogar eine Seite gefunden, auf der das Spiel für 1000 Yen verkauft wird. Vermutlich. Aber wie bestelle ich irgendwas auf einer japanischen Seite und wird es jemals bei mir ankommen? Ich weiß es nicht. Wie kann es sein, dass dieses Spiel kaum Spuren hinterlassen hat, obwohl es in Japan so einfach erhältlich ist? Ich stehe einen Schritt davor, es zu besitzen. Aber dieser Schritt geht über die halbe Welt und die Seite liefert nicht außerhalb von Japan. Ich werde meine Suche an der Stelle aufgeben. Immerhin konnte ich an ein paar neue Details kommen, über die bisher noch nirgends berichtet wird. Pokémon PC Master werden dich finden.